Willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Infinite World. Ja, ich bin's, der Dü, und ich stehe hier gerade ganz schön ohne Rüstung sogar da. Ja, zählt ja nichts, ne? Wir können einfach mal craften, ja, halt einfach mal so eine Rubin Hose. Hose. Zack. Und craften wir halt mal hier das hier. So, zack. So. Das ist jetzt auch nur so übergangsweise, ne? Also, das ist jetzt nichts Dolles, keine Sorge. So, ansonsten, grundsätzlich, wie gesagt, das Erzverarbeitungssystem, das läuft. Das läuft wirklich gut, das gefällt mir auch wirklich ganz vernünftig. Ist wirklich, guter Bedarf momentan, also beziehungsweise das funktioniert auf jeden Fall wirklich gut. Was wir machen können, ist auf jeden Fall, wir können nochmal ein bisschen was in diese Richtung. Also wir haben jetzt hier, das hier können wir erstmal noch einlagern, hier auch alles. Den Advanced, also den letzten Advanced Filter, den können wir eigentlich auch noch setzen irgendwie. Den setzen wir auch gleich nochmal. Den letzten Advanced Filter. So. Okay, dann steht in dieser Folge, was steht da so an? Wir könnten. Es gibt so verschiedene Sachen, die jetzt halt eigentlich im Grunde nochmal anstehen. Wir haben viele Sachen im Grunde genommen schon gemacht, das ist auf jeden Fall gut. Wir können allerdings hier erstmal noch bei den Never Wars, können wir hier erstmal auf jeden Fall nochmal ein bisschen was. Da können wir erstmal wieder, wie gesagt, ein bisschen was hier loswerden vielleicht. Ne, Never Whetstone, zack, zack, zack. Das ist ein bisschen was immer mal durchgekommen halt, ne. So, ihr seht ja schon, ne, wie gesagt, da ist immer ein bisschen was durch. Oh, hier Sulfur ist zum Beispiel ganz, ganz viel sogar im Grunde genommen durchgekommen, ne. So, Kupfer, zack. So, da haben wir hier auf jeden Fall einiges. So, dann gehen wir das hier einfach im Grunde genommen irgendwo hinein, ne. Und dann sollte das eigentlich auch verarbeitet werden gleich. Ne, dann hat er hier auf jeden Fall nochmal ein bisschen was an Zeugs, ne. So, dann können wir hier das nochmal zack, 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 zack. So. Okay, dann gucken wir nochmal. Never Ores. Gucken wir nochmal. Oh, hier haben wir richtig viel Kohle noch. Zack. So. Dann gucken wir mal, ob wir noch irgendwelche Ores haben. Die müssten wir vermutlich. Zack. Cinnabar. Coal. Achso, Cinnabar haben wir zum Beispiel auch noch keine Lösung dafür. Also damit mal. Achso, Ferios. Achso, das haben wir auch bisher immer weitergeleitet, ne? Ja. Lead nehmen wir noch mit. Was haben wir hier noch? Whetstone-Erz haben wir hier auch noch. Sogar Rubin-Erz. Das haben wir auch noch gar nicht festgelegt, wo das rein soll. Das müsste ja eigentlich auch nur geschmolzen. Das müsste eigentlich auch nur geschmolzen werden. Ne? So, okay. Rubin-Erz. Ja, okay, gut. Rubin-Erz haben wir halt nicht. Dann packen wir das hier einfach mal hier mal mit rein. Das ist ja, es ist so selten, dass da mal im Grunde mal was bei rumkommt. Ne? Oh, so. Gold haben wir hier noch. Wir haben hier noch Tin. Wir haben noch Sulfur enorm viel. Sulfur, zack, zack, zack. Also Ferios brauchen wir nicht unbedingt. Das ist okay. Whetstone Erz. Yellowrit haben wir hier nochmal. Uranium haben wir hier nochmal. Iridium. Ja, okay, Kupfer hier nochmal, das Iridium könnten wir hier, also, oh, zack, so, können wir hier nochmal das Iridium, könnten wir hier eigentlich auch nochmal, wahrscheinlich nochmal hier einfach nochmal Maserwaden, ne, so, okay, und der Rest wäre dann halt im Grunde genommen einfach nur so zum Einlagern halt, ne, also, Sulfur hier nochmal, Sulfur weiß ich gar nicht, wo man das, gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, haben wir da irgendwie was, müssen wir mal gucken, den Pulverweiser und das Sackmüll, das würde auch in das Sackmüll, würde das zum Beispiel auch gehen halt, ne. Hier irgendwie was gesetzt, hier zum Beispiel, ne, Sulfur, Never Coal. Nehmen wir hier einfach mal das hier, ne, packen wir hier einfach nochmal das Sulfur-Erz hier einfach nochmal mit rein, ne, so als Target so gesehen, und dann passt das auch, sollte das eigentlich passen, ne, werden wir mal sehen, wie das wird. Whetstone-Erz haben wir zum Beispiel auch noch nicht gefiltert, ne, so, das wird im Grunde genommen, muss ja auch nur gemaserated werden, glaube ich, ne. Das wird, glaube ich, auch nur gemaserated, da ist nichts Dickes dran noch, ne. So, und dann haben wir hier auf jeden Fall da nochmal eine fette Produktion. So, dann wollen wir uns mal mit den Octetic Capital Sittern noch ein bisschen ausstatten. Octetic, da halt im Grunde nochmal ein Upgrade halt machen. Ja, das wäre schon mal ganz nett. Ja, so, okay, packen wir das mal so an. Zack, so haben wir nur zwei Stück. Achso, das liegt an den Double Layern, an den Basic Capital Sittern. So, okay, dann packen wir mal das Double Layer, zack. Okay, 30 Stück, ja gut, das reicht aber auf jeden Fall. So, und die Octetics.
Okay, gut. So, haben wir nochmal 12 Stück? So, oh, das coole Erz haben wir noch nicht verarbeitet hier, ne? So. So, und dann gucken wir mal, im Grunde genommen, hier die unteren Maschinen müssten eigentlich alle ausgestattet sein. Das heißt, ich schaue einfach im Grunde genommen nochmal durch, wie das hier aussieht bei dieser Erzverarbeitungsanlage. Also ich bin da schon ganz froh darüber, dass wir das jetzt hier so haben, dass das jetzt auch endlich, also das dauert halt immer Ewigkeiten, ne, aber in dieser langen Zeit, dass das hier auch endlich funktioniert jetzt. So, wir packen das hier nochmal rein, zack. Zack, das ist, da ist was gesetzt, da ist das hier auch gesetzt. Wie sieht es hier unten aus? Ja, hier ist Silber drin, okay. Gucken wir das hier oben mal rein, einmal hier rein, einmal da rein, einmal hier unten ist gesetzt, okay. Hier fehlt es noch ein Stück weit, okay. So, dann müssen wir hier oben nochmal gucken, wie das hier aussieht. Hier ist nicht gesetzt, hier ist auch nicht gesetzt, hier auch nicht, hier schon, da auch, da auch, da auch, da auch. Okay, jetzt fehlen uns natürlich ein paar. naja, zwei Stück fehlen uns. Oder drei. Ne? Drei Stück fehlen uns. Die werden wir auf jeden Fall noch zusammengecraftet bekommen. Was fehlt uns denn da? Uns fehlt das Y-Point Alloy. Y-Point Alloy. Ist das wirklich das Y-Point Alloy? Wenn es das Y-Point Alloy ist, dann müssten wir es eigentlich vielleicht noch haben. Ne, haben wir nicht mehr. Okay, aber ist kein Problem. Kriegen wir nachgecraftet. Y-Point Alloy. So. Okay, zack. Gucken wir mal, wie herstellt man sehr Niederperlen, das andere. Das war glaube ich Gold, wie ich das im Kopf habe. Gold, Redstone. Redstone. Und was war's noch? Gold, Redstone und Never Quartz. War das Never Quartz? Weiß ich nicht. Y-Point Alloy. Das hier? Ne, Glowstone. Glowstone. Glowstone war's. Okay. Glowstone. Okay. So, okay. Dann gehen wir das hier einfach im Grunde genommen hier einfach mal rein. Zack, 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 zack. Okay. Und dann funktioniert das schon mal. So, und dann brauchen wir hier auf jeden Fall nochmal. Ich habe gesehen, wir haben hier zum Beispiel enorm viel Gold, ne? So, dann nehmen wir einfach mal im Grunde genommen das ganze Gold. So, und das soll einfach im Grunde genommen einfach mal hier rein. Und das soll einfach mal durchgeschmolzen werden. Ne? Ist jetzt nichts Dickes. Also das Rubinerz geht gar nicht. Was ist denn damit los? Lässt sich das nicht? Also das lässt sich nur in der Säckenmüll verarbeiten. Okay. Dann meinetwegen, dann lässt sich das halt nur in der Säckenmüll verarbeiten. Okay. So, wie gesagt, Y-Point Alloy müssten wir haben. Wir müssten jetzt Y-Point Energetic war das, glaube ich, ne? Das Energetic Alloy und dann halt Enderperlen halt noch dazu. Enderpearls, so, zack. Und das halt natürlich auch nochmal durchgeschmolzen hier ergibt dann halt im Grunde genommen dann das Y-Point Alloy, ne? So, ansonsten können wir natürlich auch nochmal schauen, Ferrius, wir hatten das Cinnabar, genau, hier dieses Cinnabar wollte ich ganz gerne haben. So, und da haben wir Ferrius, zack, okay. War glaube ich hier im Induction Smelter war das glaube ich gewesen, ne? Dann müsste eigentlich theoretischerweise mit einer geringen Wahrscheinlichkeit dann irgendwie Shiny Ingots oder so in die Richtung rauskommen, ne? War glaube ich irgendwie sowas in die Richtung gewesen, ne? Meinen wir das Ferrius Ingot und dann hier Shiny Ingot, ne? So, dauert halt auf jeden Fall. Gibt es hier irgendwie irgendwelche Upgrades für diese Maschine noch? Warte mal, wie war das hier gewesen? Level allows for automatic transfer of a device, okay, das ist das hier. Allows for the sides of a device to be reconfigured. Okay, Machine Framework. Wir können mal gucken. Ich habe noch nie wirklich eine Automatisierung. Terminal Expansion. Das sind die Viadukte. Okay, da haben wir hier das. Portable Tank. Und die Frage, ne? Wenn ich jetzt hier einen Pneumatic Servo reinlege, ne? Okay, so. Hold Shift for Details. Allows for a transfer out of a device. Into a device. Redstone Settings, okay. Flux, okay. Ah, hier. Secondary Receive. Achso, Secondary Plus. Achso, okay. Du hast 81% von Gyrosur Feedback.
So, da braucht man das Cryotheum Dust, okay. Da kriegt man hier Stabilized Frame, okay, das sind 33%, da kriegt man das auf jeden Fall schon mal ordentlich nochmal mehr raus. Das 50%, also zweimal Speed, okay, hier kriegt man auf jeden Fall mal die Speed auf jeden Fall mal hin. Ne? Ja, dann fangen wir erstmal damit an, mit dem Speed, ne? Dann fangen wir erstmal, gucken wir mal, Add Thermal Expansion. So, Add Thermal Expansion, so. Fangen wir erstmal mit dem Speed an. Gucken wir erstmal, wie es nochmal heißt. Das habe ich nämlich schon wieder vergessen. Secondary Sieve Augment. Augment heißen die Dinger. Wir können ja mal eingeben Augment. Da kriegen wir das am besten auf jeden Fall besser hin. Ja, da haben wir auf jeden Fall den besseren Filter. So, Secondary Sieve. So, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Das, was ist denn das? Das ist einfach nur Wolle oder was? Jo, einfach nur Wolle. So, wenn ich das jetzt im Grunde genommen. Achso. Achso, ich wollte das Speed Upgrade, wollte ich endlich haben. So, ja, das geht auch. Guck mal, müssen wir da eigentlich jetzt hier reingelegt bekommen, oder? Legt man das jetzt rein? Allows for Whetstone Controls to be utilized. Achso, man kann das jetzt hier so umswitchen. Achso, Integrated Modular. Oder Sides of a Device to be reconfigured. So, okay. Ah, Pneumatic Servo. Allows Input. Ah, okay. Das ist ja interessant. Okay. So, na gut, wir brauchen jetzt im Grunde genommen, brauchen wir ja das eine, brauchen wir gar nicht halt im Grunde genommen. Also halt diese Konfigurationsdatei brauchen wir gar nicht. Wir brauchen also halt dieses Modular Framework, ne? Das ist halt irrelevant vom Ding her, weil das ja sowieso nicht rausgepumpt wird. Ne? So, Secondary Sieve, okay, gut, so. Ja gut, also momentan noch nicht, wobei du könntest es halt theoretisch, weiß ich nicht, ob das halt funktionieren würde, wenn du da halt trotzdem noch über... Okay. So, jetzt will ich aber trotzdem noch mal schauen, ob wir da trotzdem noch eine Möglichkeit finden. Augment. Also da gibt es ja auf jeden Fall einige Sachen. Nur wie gesagt, noch nie damit beschäftigt. So in der Art und Weise. So, da fehlt hier irgendwo was. Irgendeine Wolle. Ja, keine Wolle mehr. Sieht fast so aus. Achso. Leim, oh cool. So, da brauchen wir hier. Ah, okay. Ist das hier genauso? Nee, hier, das ist etwas, müsste etwas einfacher sein. Das Speed Upgrade hier davon. Okay. Und wie ist das hier damit? Oh, das kriegen wir auch hin. Hier. Oh, das ist ja cool. Also das Speed Upgrade kriegen wir auf jeden Fall hin. Ne? 150% 8-mal Speed. Oh, das geht ja dann richtig schnell. Es müsste theoretischerweise sogar dann schneller sein eigentlich. Ja gut, wir haben es jetzt alles mit Ender.io gemacht, ne? Also eigentlich kann man da, glaube ich, auch die Automatisierung eigentlich ganz gut mit Thermal Expansion machen. Ne? Soweit wie ich das jetzt hier so sehe, ne? Also wie gesagt, da müsste jetzt. Requires a resonant mission. Achso. Hä? Achso, wir haben. Achso, das geht dann gar nicht. Das ist ja auch witzig. Das heißt, wir brauchen den Induction Smelter. Resonant. Gucken wir mal. Induction Smelter. Resonant. Den brauchen wir. Also, da brauchen wir hier das hier hardened. Reinforced. Resonant. Und dass es mit einem Enderium Gear in Silber hingeht. Resonant, gucken wir mal, Enderium Gear. Kriegen wir sogar hin. Gucken wir mal. Warte mal, so. Okay. So, okay. So, zack. Achso, jetzt fehlt uns das eine noch. Es fehlt trotzdem noch das hier. Signalum. Ja, okay. Fehlt uns bestimmt auch noch das Harden, warte mal. Harden fehlt uns bestimmt auch noch alle. Nee. Warte mal. Das ist eigentlich scheiße. Es fehlt uns das Harden, fehlt uns das Harden. Elektrum Gear, das haben wir gar nicht. Elektrum.
Stellt mir das her. Aus Gold und Silber. Gold und Silber. Okay, Gold und Silber. Gold. Silber. 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 Ja, der arbeitet hier. Okay. Zack. Okay. So, wir brauchen auf jeden Fall trotzdem noch die Updates, ne? Die Octetics waren das. So, wir brauchen noch, Energetic. Ja. Okay, und Enderperlen. Okay, so, brauchen wir trotzdem noch das Upgrade gleich. Okay, Elektrum Ingot, ja, schön für dich. So, dann brauchen wir hier, warte mal, was haben wir hier noch? Zack. Ja, das müssen wir eigentlich auch noch automatisieren hier mit dem ganzen Zeugs. Das müsste eigentlich auch noch automatisiert werden. Da müssen wir uns eigentlich noch mal eine Lösung für einfallen lassen. Na gut, wir hätten Pneumatic Servo, ne? Warte mal, Augment Integrated Shift allows for automatic transfer out of a device. Out of a device. Out of a device. Würde gehen. Und kann man das irgendwie, die Augmentation, kann man die irgendwie auch noch erhöhen? Augmentation. Das müssen wir eigentlich mal schauen. Gibt es da noch die Möglichkeit, das irgendwie nochmal zu erhöhen? Augment, gibt's das? Generation, was ist das? Up to 4 per Operation, up to. Okay. Ja, wir waren aber trotzdem noch mit dabei, warte mal. Also, Induction ist ein. Ne, warte mal, Induction ist ein Melter. So, das heißt, wir brauchen hier auf jeden Fall den Resonanten, wir brauchen das hier, nein. So, wir haben auf jeden Fall das Elektrum-Gear haben wir schon mal. So, gucken wir mal, da fehlt uns das. Fehlt uns das. Das haben wir auch nicht. So, na komm. Also, hardened. Okay. Achso, wir haben das Basic-Gear haben wir nicht. Ja, jetzt fehlt uns hier Glas. Haben wir noch Glas? Ne, wir haben noch Glas. Tauschen wir einfach mal aus. Einmal hier. Okay, Hammer. Und dann brauchen wir auf jeden Fall Induction Smelter. Basic, so. Okay, jetzt kann man das dann immer nach und nach halt nach oben ziehen, zack. Einmal hier, so. Einmal hier. Was habe ich jetzt gebaut? Oh, jetzt habe ich eine Scheiße gebaut. Wir brauchen den Machine Frame erstmal. So, jetzt brauche ich den harten Machine Frame. Da fehlt mir aber das Elektrum Gear. Oh, da fehlt mir das Elektrum Gear, Alter. Krieg doch das Kotzen. Also, das ist ja eine Scheiße, Alter. Oh. Okay, gut, ich war einfach nur zu doof dafür eigentlich im Grunde genommen. So, okay. Elektrum, okay, so, okay, Machine Frame, okay, so, dann haben wir hier im Grunde genommen Hardened, dann haben wir Reinforced, ja, leck mich. So, dann haben wir Reinforced, so, Induction, Smelter, zack. So, und dann brauchen wir Resonant, Machine Frame Resonant, okay. So, und wenn ich das jetzt im Grunde genommen zusammenbastel, ne? Fehlt mir trotzdem das Inval-Gear. 1, 2, okay. So, das heißt, ich habe jetzt hier einen resonanten Induction Smelter. So, das bedeutet, ich bastel den hier mal weg. Da ist ja irgendwie, so, da brauche ich noch die Updates davon. So, Induction Smelter Resonant. Ne, warte mal. Ja, Resonant wollte ich ganz gerne haben. Das ist ja so gesehen der neueste Shit, so gesehen. Ja. So, der hat hier. Der hat hier mehr Felder. Ah, okay, daran liegt's. Okay. So, das bedeutet, wir haben hier auf jeden Fall die. Warte mal. Overclock. 4x Speed. Wir haben hier mal 8x Speed. Das heißt, der hat jetzt hier auf jeden Fall Maximum Power. So, und der hat hier auf jeden Fall.
So, warte mal. Maximum Power. Power Usage Energy Stored, okay. Ne, welchen habe ich denn jetzt überhaupt? Abend? Ja, okay, ich habe den eigentlich, den richtigen. Den Resonanten habe ich eigentlich. Eigentlich müsste der jetzt 150% Energy Used. 22 F pro. Oder. Okay. Im Gearbox. Weiß ich nicht. Augment Secondary Sieve. Okay. Leute, ich brauche jetzt hier das hier und das hier zusammen. Und warum geht er nicht? Requires previous levels to be installed. Highest level augment is used. So. Okay. So, der braucht das hier. Und das hier, oder was? So, okay. Aber der nutzt es trotzdem nicht. Warum nicht? Achso, ja, kann er halt auch nicht nutzen. Weil ich doof bin. Weil ich keinen Erz habe. Ferios. Nee, Quatsch. Nee, Ferios. Ich brauche das. Und Erz. Ah, also es wird. Ich verstehe die Mechanik halt dahinter, okay. Also, das heißt, wir brauchen das ja und Cinnabar und haben dann hier auf jeden Fall. Oha, ja schön. Die geht ja schnell, ne? Wieso? Und dann brauchen wir hier auf jeden Fall, nehmen wir das hier mal raus, ne? Das hier nehmen wir mal raus und dann können wir hier auf jeden Fall nochmal Secondary Sieve, zack. So, nochmal 11% mehr Chance darauf, dass dort auf jeden Fall zur Hälfte noch was rauskommt, ne? Joa, da hat hier auf jeden Fall der nutzt hier die Power, nutzt der hier auf jeden Fall ordentlich. Da geht auf jeden Fall ordentlich was raus halt bei der Maschine, ne? Ja, also damit hätte man definitiv, ja, was heißt definitiv, ne, also ist halt, ja gut, du kannst halt, natürlich, klar, du kannst halt die, ja gut, aber das ist halt der Induction Smelter, aber gut, die anderen Maschinen von Thermal Expansion dürften vermutlicherweise auch genauso laufen, ne, von dem her ist das schon okay so, ne, was wir halt noch machen können, ist, wir haben, das haben wir, packen das hier einfach nochmal rein, so, dann kann er hier nämlich nochmal das Vibrant Alloy nochmal ein bisschen basteln, so, dann brauchen wir hier auf jeden Fall mal noch den Octetic, das heißt, wir haben wieder im Grunde genommen viel gemacht, aber, also, was heißt viel gemacht, wir haben ein bisschen wieder rumgebastelt hier eigentlich, vom Ding her nur, eigentlich nur ein bisschen herumgebastelt, so, wir brauchen jetzt im Grunde genommen noch ein Vibrant Alloy und dann ist das auch in Ordnung, so, produzieren allerdings hier gleich mal noch ein bisschen mehr, das kann nämlich nicht unbedingt schaden. So, okay, jetzt haben wir insgesamt 3 Octetics nochmal, das heißt, wir haben hier einmal ein Upgrade. Das Ender.io ein bisschen, ja, ist simpel halt, ne? So, Thermal Expansion ist, wie gesagt, das funktioniert schon, ne? Aber wie gesagt, das geht schon ultra schnell, ne? Da kannst du halt im Grunde genommen daneben stehen und dir das im Grunde genommen rausholen, ne? Optimalste wäre halt natürlich der Speed, ne? Power Usage, Maximum Power, 811 pro Tick. So, das ist auf jeden Fall eine gute Quote, ne? 30%, ne? Was da halt im Grunde genommen bei rauskommt, das ist doch auf jeden Fall eine gute Sache, ne? Also du könntest das halt natürlich auch nochmal erhöhen, das heißt, wir gucken mal, Augment. Das heißt, wir hätten hier Stabilized Frame. Wir schauen mal. Wir brauchen irgendwas mit der Wolle, ne? Light Quay Wool. Das heißt, wir bräuchten Wolle an sich. Wir können ja mal, wie gesagt, das können wir ja mal noch basteln. Das heißt, wir haben hier ein bisschen Fäden. Hier haben wir Fäden. Hier nicht. Da auch nicht. Wir kennen ja, das brauchen wir halt schon mal doch häufiger, die Wolle, ne? Das ist. Taucht das dann immer später nochmal wieder auf, ne? Diese Grundrohstoffe, wo man eigentlich gar nicht so dran denkt, dass sie eigentlich wichtig sind, aber. Gut, so, dann basteln wir das noch zusammen. Augment wollte ich eigentlich, genau, richtig. Ich wollte ja hier den, was hier, Secondary Sieve, Stabilized Frame, ja. Stabilized Frame, das heißt erstmal, warte mal, erstmal das hier.
Okay, das hat gar nicht funktioniert. Okay, warte mal. Wie macht man das? Lag. Haben wir Slack? Lag? Haben wir das? Nee, ist es nicht eigentlich. Lag. So, das gibt's. Wenn man hier verschiedene Sachen craftet. Wenn wir, glaube ich, so verschiedenste Sachen zusammen craftet mit Sand, da gibt's dann immer Slack, kommt dann immer Slack raus, ne? Which is Slack? Wir hatten das immer bei. Ich weiß nicht, wo gibt's das noch? Da gibt es auf jeden Fall noch eine andere Möglichkeit, Slack rauszubekommen irgendwo. Glaube ich. Ja. Ja gut, okay, gut, dann ist es so. Hab ich jetzt bisher auch noch nie so wirklich richtig drauf geachtet. Okay, wir haben ja jetzt trotzdem genügend Shiny Ingots erstmal. Das ist erstmal trotzdem ausreichend. Dann muss man es auch nicht unbedingt übertreiben. Wir haben ja jetzt hier wahrscheinlich auch wieder ein bisschen Zinderbar noch rausbekommen. Das ist auch noch in Ordnung. Ja. So, die nächste Sache wäre. Ja gut, ihr seht schon hier ist auch schon wieder ein bisschen das. Das heißt, wir haben jetzt Yellorium. Haben wir 600 Stück. Uran. Uran haben wir auch 200 Stück, ne? Also das ist auf jeden Fall, da ist auf jeden Fall Luft nach oben. Ups. So, okay, wie sieht's hier aus? Hier müsste voll sein. Okay. So. Ja, jetzt kann der hier wieder erstmal wieder arbeiten, schön und schick. Ja, alles schicki. Ja, so, wir gehen mal hoch und geben das ja erstmal. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach mal in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.